Herzlich willkommen zu den Star News. Sarah Connor ist zum dritten Mal Mutter geworden. Die Sängerin und X-Factor-Jurorin brachte am Sonntag in Berlin ein gesundes Mädchen zur Welt. Der Name der Kleinen, Delphine Malou. Anders wären die Namen der größeren Geschwister Tyler und Summer Antonia Soraya aus der Ehe mit Mark Terenzi auch nicht zu toppen. Frischgebackener Vater ist Connors Manager und Verlobter Florian Fischer, doch auch der bewies nicht wenig Kreativität in Sachen Namenswahl und so belegt Delphine Malou damit auch gleich einen Ehrenplatz in unserer Liste der interessantesten Promi-Kindernamen. Schauspielerin und Kabarettistin Gabi Köster hat 3 Jahre nach ihrem schweren Schlaganfall das erste Interview gegeben. Sie habe sich früh gesagt, dass es keine Niederlagen, sondern nur Herausforderungen gäbe und dass die Arbeit an der Wirkung des Schlaganfalls vielleicht die größte sei. Die heute 49-Jährige hatte sich Anfang 2008 aufgrund des Hirnschlags aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Ob sie auf die Bühne zurückkehren wird, ließ sie aber noch offen. Entertainer Harpe Kerkeling schließt einen Einsatz als Moderator von Wetten, dass zumindest nicht aus. Der 46-Jährige sagte, er würde sich, wie auch das ZDF, so lange nicht zur Nachfolge äußern, wie Gottschalk die Show noch moderiere. Doch wer will, kann schon gewisse Anzeichen interpretieren. So wird Harpe in einer der letzten 3 Sendungen Gottschalks zu Gast sein und mit der Moderation von Menschen 2011 zumindest in Sachen Jahresrückblick in dessen Fußstapfen treten. Man darf auf jeden Fall gespannt sein. Also abwarten, Tee trinken und bis zum nächsten Mal. Ja.